Moin Leute, zur Pause der Longboard-Tour heute hier in Lübeck. Ich war gerade schon frühstücken beim Bäcker und jetzt komme ich gerade wieder zurück in die Wohnung und es regnet wie noch was. Travemünde wird heute wahrscheinlich nicht so sein, aber ich schaue mal, dass ich nachher noch ein bisschen in die Lübecker Altstadt kann, weil die sah auch sehr schön aus. Wir gucken mal, was sich entwickelt und dann sehen wir uns einfach nachher nochmal. So Leute, ich bin nun wieder zurück in meiner Wohnung noch für heute und bis morgen früh. Ich war noch ein bisschen in Lübeck, in der Altstadt, ein paar Sachen anschauen und habe auch eine kleine Stadtrundfahrt mit der Fähre gemacht. Die war auch recht nice. Leider waren die Fenster noch ein bisschen nass, somit konnte ich nicht so viele Aufnahmen machen. Aber alles in allem war ich schon fasziniert von Lübeck. Schöne Stadt mit vielen Türmen und auch schöne Altstadt noch, ein bisschen was verblieben. Tja. Gleich kommt das Spiel Stuttgart gegen Barcelona, das Testspiel will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns später nochmal. So Leute, das war dann auch schon der Tag heute in Lübeck mit den paar Sehenswürdigkeiten. Heute Abend habe ich dann noch das Stuttgart gegen Barcelona Spiel geguckt, leider 3-0 verloren, aber naja, gleich hoch wie Bayern. So, jetzt gehe ich noch duschen, habe schon die ersten Sachen eingepackt, habe für morgen hier noch Croissants und Wasser und so gekauft. Damit ich auch fit bin und hoffentlich soll das Wetter morgen in Ordnung, weil, naja, Wetterberichte sehen nicht so gut aus. Aber wir gucken morgen, wie sich's entwickelt und ich hoffe, dass ich die komplette Strecke fahren kann. Wenigstens den Übergang von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern will ich komplett machen, aber ich denke, es wird nicht so viel vorausgesagt. Ich warte einfach und dann sehen wir uns einfach morgen nochmal. Danke fürs Zuschauen heute und bis morgen. Morgen ist dann auch der letzte Tag noch in Schleswig-Holstein. Und ich fahre schon nach Mecklenburg-Vorpommern rüber. Ciao!